Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, ich möchte heute sprechen über die Lüge, wie die Lüge stark sein kann und wie eine Lüge die andere gebührt. Das sehen wir bei dem Gespräch Jesu mit dem hohen Priester, da er verhört war. Ich möchte gerade diesen Text lesen aus Markus 14. Und der hohe Priester stand auf, trat mitten unter sie und fragte Jesu und sprach, antwortest du nicht zu dem, was diese würde dich zeugen? Er aber schwieg still und antwortete nichts. Da fragte ihn der hohe Priester abermals und sprach zu ihm, bist du Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin's. Und ihr werdet sehen, des Menschensohn sitzen zur rechten Hand der Kraft und kommen mit des Himmels Wolken. Da zerriss der hohe Priester seinen Rock und sprach, wir bedürfen kein weiteres Zeugnis. Ihr habt gehört die Gotteslästerung, was denkt euch? Sie aber verdammten ihn alle, dass er des Todes schuldig wäre. Ja, so ein schreckliches Wort, sage ich jetzt, weil es war immer nur der hohe Priester. Das war der Mann, den man gewählt hat, eigentlich für das Volk Israel zu stehen, die Sünde des Volkes zu Gott bringen, in das Allerheiligste reingehen, um damit auch irgendwie den Zorn Gottes weghalten, wenn die Sünden stark werden. Das war eigentlich eine Person, die ausgewählt war. Das war der Beste. Der Beste musste sein, also ausgebildet aus dem besonderen Stamm. Und jemand, der auch verstand die Tora, der musste vieles auswendig kennen. Und dieser Mann ist dabei, um Jesus das schrecklichste Urteil zu sagen. Und er fragt ihn. Und Jesus, obwohl er manchmal auch nicht gleich so geantwortet hat oder manchmal nicht, hat er gewichende Fragen, hier antwortet direkt, wo er sagt, also fragt ihn, bist du Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin's und ihr werdet sehen, des Menschensohn sitzen zur rechten Hand der Kraft und kommen mit des Himmels Wolken. Da sagt Jesus direkt, vor dem war er still, hat nicht geantwortet und hier sagt er klar, ja, ich bin dieser Messias. Lieber Hohepriester, höre es. Du wirst mich sehen, wenn ich mal auf den Wolken werde sein. Neben meinem Vater, du wirst es sehen. Der sagt ihm nichts mehr. Aber diese Worte muss der Mann sein Leben lang hören. Ich denke nicht, dass er irgendwie von dem Schlaf manchmal nicht aufgewacht ist durch diese Worte. Auch wenn er hier noch gezweifelt hätte, vielleicht, dann kamen doch irgendwie Stimmen von Gott zu ihm, also wenigstens nicht töten Jesus. Vielleicht auch ja ins Gefängnis noch weiter behalten, aber jetzt ihn töten. Und es war sowieso von der Zeit so unpassend, dann noch vor dem Sabbat noch. Und ja, aber er wollte irgendwie, er merkte, durch Jesus kommt da Unruhe oder etwas ganz Neues. Ja, er muss es tun, irgendwie das vor den Menschen etwas tun, nicht vor Gott. Und ich denke an das andere noch, wo Jesus auch verstanden ist dann. Dann haben noch die Soldaten gesehen, da war etwas Besonderes, da war Nacht auf der Erde. Ja, bei Tag wurde es dunkel, da waren Erdbeben dabei. Und wir sehen, der Vorhang zerriss, das hat der hohe Priester auch erfahren. Die Toten sind auferstanden, vielleicht der hohe Priester selber hat mit jemandem gesprochen. Waren die Heiligen, die auferstanden sind, haben erzählt von Jesus, von Messias, wie er kommen soll. Und dann kamen diese Soldaten und sagen, ja, da ist etwas passiert, der Stein ist weggeflogen, Jesus ist raus, er ist nicht mehr im Grab, er ist schon verstanden. Und er kommt noch auf eine größere Lüge. Kommt, ihr habt es nicht gesehen, nimmt Geld genug, wie viel braucht ihr, da kriegt er so viel Geld. Sagt, man hat ihn gestohlen, die Jünger Jesu haben ihn gestohlen. Und die haben das Geld genommen und haben auch Jesus so auf diese Art dann nochmal auch verraten. Als fremde Menschen, die eigentlich ja, immerhin ist Geld Geld, aber die Wahrheit, die hat auch diese Soldaten nicht gerührt. Wahrscheinlich war sehr viel Geld im Spiel. Aber ich denke an den Hohepriester. Wie sollte er sich an das erinnern? Er wusste jetzt, dieser Jesus ist auferstanden. Er hat ihn letztendlich verurteilt. Er hat das ganze Volk also motiviert, dieser Kreuzigung zustimmen. Und jetzt ist dieser Jesus, Gottes Sohn, der wird ihn ja richten.
Und ihm geht es nur, was die Menschen sagen. Was hier, er kam doch bestimmt in Zweifel. Er kannte doch die Schrift. Und wir sehen also, das Herz wird hart. Eine Lüge gebührt die andere. Eine Sünde gebührt die andere. Das Herz wird verhärtet. Er spürt nicht mehr so den Puls Gottes, also wo er spricht zu ihm. Oder das Wort Gottes, es musste doch auch zu ihm reden, weil die Lüge, die verblendet. Eine Lüge gebührt die andere. Möge Gott uns wirklich schon auf kleine Lügen aufmerksam machen. Dass wir also wirklich immer bei der Wahrheit bleiben, das ist sehr wichtig. Gott möchte uns da segnen. Und dass wir mal diesen Jesus gern sehen, wenn er kommt auf den Wolken. Amen.